So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Beholder. Nun, es ist soweit, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, den lieben Klaus Schimmer zwangs zu räumen. Diebstahl ist eine Straftat. Eines Tages wird sie die Polizei erwischen und sie werden sich aus der Affäre ziehen müssen. Je mehr sie stehlen, desto wahrscheinlicher ist, dass sie erwischt werden. Okay, also eher wenig stehlen. Auf einmal oder generell oder ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es lädt nicht, es lädt nicht. Tralalalala. So. Was haben wir hier großartiges Angebot? Ja, genau, die Fischkonserven. Wie mache ich das denn jetzt? Boah, ich glaube, ich musste mit dem reden, weil... Wo bin ich denn? Ah, da unten. Was haben wir hier? Importiertes Mineralwasser ist verboten. Finden Sie eine Möglichkeit, Klaus Schimmer aus der Wohnung zwangsräumen zu lassen. Habe ich Kameras? Eine. Und Schokolade. Ich habe ja noch eine. So. Wie mache ich das? Und ich muss mit dem sprechen. Ist der zu Hause? Schauen wir mal. Okay, der schläft. Ist vielleicht nicht so gut, wenn ich ihn jetzt aufwecke. Da ist... Okay, da... Oh ja, da schläft er. Hallo, Anna, was willst du denn jetzt schon wieder? Was ist los? Kaputter Fernseher. Karl, unser Fernseher ist kaputt. Pass bitte auf. Oder ruf einen Mechaniker. Ach, ich soll das machen? Ich werde es natürlich so bald wie möglich machen, mein Schätzchen. Danke, mein Lieber, du bist ein echter Tausendsasse. Okay, wie mache ich das? Oh, hä? Wo kriege ich das hier? Ah, okay. Machen wir das schnell. Warum bin ich jetzt wieder da oben? What the fuck? Jetzt hat der auch noch eine Aufgabe für mich. Und der auch? Alter! Lasst mich mal das mal kurz machen. Ich habe eh dafür noch Zeit. Okay, Klausi. Was ist denn? Hallo? Sagen Sie es mir geradeaus, Karl. Würden Sie beauftragt, mich auszuspionieren? Konversation beenden. Was brauchst du denn jetzt schon wieder? Ich habe doch gerade deinen Kackfernseher hier repariert. Was ist passiert? Martha ist krank, Karl. Wir haben keine Medizin zu Hause. Kannst du etwas Aspirin für unsere Kleine suchen? Ich habe ewig lange gestanden, um zu erfahren, dass ich ein Rezept brauche. Natürlich werde ich ihn finden. Hast du irgendwelche neue... Was? Nein, das ist nur Fieber. Mir gefällt es nicht, aber wie sie sich fühlt. Aspirin. Aspirin. Hast du Aspirin? Ihre Konserven sind scheiße. Alle Gäste des Speisesaals, in dem meine Frau arbeitet, haben davon eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Sie tragen Beweismaterial zusammen. Sie könnte ihretwegen im Gefängnis landen. Stinkefinger zeigen. Den Bootsmann beschuldigen. Die Sache totschweigen. Oh oh. Scheiße. Fuck. Totschweigen vielleicht? Oder ihn beschuldigen? Eigentlich ist er schuld. Ich war das nicht. Der Putzmann hat es mir gegeben. Machen Sie das mit ihm aus. Sie Arschloch! Die Konserven müssen gestohlen worden sein. Ihr Seepferdchen wird seine gerechte Strafe bekommen. Hast du ein Aspirin? Mann! Gib mir doch ein Aspirin. Komm schon. Hat der vielleicht eins? Moment. Yeah. Whisky, nein. Aspirin, na bitte. Ist zwar ein bisschen teuer, aber das kann ich ihr geben. So, mit dir will ich gerade nicht reden. Wie geht's, Martha? Hast du Aspirin gefunden? Karl, Martha, geht es schlechter? Ja, nimm das. Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Moment, dann ist sie da krank. Danke, ich denke, sie wird sich in ein paar Tagen besser fühlen. Sehr gut. So, ich muss jetzt mit dem... Wie heißt denn der? Wo ist der? Der Bobanedo. Müsst mit dem... Ist der jetzt zu Hause oder ist der gerade weggegangen? Ich müsste mit dem reden. Ah, da ist er. Er tanzt. So. Wir sprechen jetzt mal mit dir über die Konserven, ja? Du Sack.
Mit deinen Fischkonserven. Ja, red. Was? Das war's? Ich kann nicht mehr mit ihm reden? Warum nicht? Kann ich da nichts machen? Was macht der? Spielt Klavier, okay. Oh, vielleicht kann ich... Oh, das ist sie, Kacke. Weil, wie ist die Sache mit den Konserven ausgegangen? Sie hatten damit mich hinterm Berg gehalten. Es war mehr als Konserven. Der Hering war auch schlecht. Der Ausseher war verantwortlich für den Hering. Sie wurde ins Gefängnis geschickt. Ja, und? Ja, um mein Geld? Um mein Geld? Mann! Ja, ich weiß, das habe ich schon gesehen. Was ist mit meinem Geld? Komm schon. Es ist vorbei für dich, bürgerliche Spechtelecker. Ich bin beauftragt, dich aus diesem Gebäude zu entfernen. Eine Falschbewegung und du bist auf der Straße. Packen Sie Ihre Sachen, verlassen Sie das Haus im Guten. Möchten Sie mich vertreiben? Das ist Ihr Recht. Sie können mich nicht ohne Grund zwangsräumen. Mir wurde gesagt, Sie spionieren mich aus. Ist das wahr? Es tut mir leid. Sie arbeiten für die Regierung, Karl. Von Ihnen wird erwartet, zu allen bereit zu sein, um Ihren Job zu erledigen. Sie haben mich enttäuscht. Wir werden nichts zu sprechen. Aha. So, ist die Frau jetzt noch daheim? Vielleicht kann ich ihm irgendwas anhängen. Nein, das ist sie nicht. Mach auf, der ist gerade weg. Dun, 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 dun. So. Machen wir nämlich... Oh, kann ich gar nicht, okay. Machen wir hier noch eine Kamera her. So. Hier oben. Kann ich ihm irgendwas anhängen? Schauen wir mal kurz. Kommt er eh nicht zurück? Nein, das ist mein Sohn. Das haben wir hier, Handtasche, Bücher, ein blauer Rock und eine Zahnbürste. Und mein Sohn hat eine Quest für mich. Und die Anna auch schon wieder. Mann, hört doch auf, Notenblätter, Handtücher, Bücher. Da ist nichts. Vielleicht hier noch. Wer kommt da? Ich habe ein bisschen Angst. Aspirin, das hätte ich mal nehmen können. Oh, kommt die? Brille, Ausweis. Schnell! Lauf! Lauf! Hui! Da. So, was war das jetzt? Korrespondiert mit Ausländern und ist verträumt. So, wo ist jetzt mein Kind? Patrick. Wolltest doch was. Kann ich dem vielleicht irgendwie was anhängen mit diesen Verordnungen? An der Währung? Singen? Bücher zu lesen von Paul Williams, Herstellung von Drogen, Äpfel, Propaganda. Ach, jetzt auf einmal hast du eine Quest für mich. Okay. Dieser verdammte alte Mann hat mich angegriffen. Sie haben diesen Zirkus begonnen. Sie haben mich um mein Geld betrogen und es diesem alten Mann gegeben. Ich werde ihn einer Lehrer erteilen. Niemand macht sowas mit Jones Papanedo, Arschloch. Oh nee. Du bist mir jetzt nicht. Der will mich. Nein! Oh mein Gott, er hat mich erschossen! Der hat mich erschossen? Alter, der hat mich erschossen! Ich bin tot! Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, deswegen, weil ich schwarz bin. Das ist eine tolle Am Tag von Karls Beerdigung regnete es. Als sein billiger Kiefernholzsarg mit steiniger Erde bedeckt wurde, schob sich die trübe Herbstsonne hinter dem Teppich aus grauen Wolken hervor. Alter! Ein dünner Nebel legte sich über den Friedhof. Niemandem aus Karl Steins Familie vergönnte es das Schicksal, bis zum Ende des Jahres am Leben zu bleiben. Oh Mann, wirklich? Alle sterben? Scheiße! Kann ich das nochmal fortsetzen? Kann ich das nochmal wiederholen, bitte? Bitte. Ich habe eigentlich so keinen Auftrag wirklich zu Ende gemacht, oder? Oder ich spreche ihn einfach nicht an. Matt ist krank. Habe ich mit dem schon gesprochen, mit dem Ranek? Nein, okay, gut, also. Das lassen wir, ja? Ich will ihn auch sterben.
Sie müssen vorsichtiger sein, Kamerad Klaus. Ich komme gleich zum Punkt. Ich habe den Auftrag erhalten, Sie sofort aus dem Gebäude zu entfernen. Jetzt mache ich nämlich mal das anders. Was? Die wollten mich aus meinem Haus vertreiben? Das ist undenkbar. Wenn ich nur könnte, hätte ich dieses schäbige Loch schon vor langer Zeit verlassen. Meine Probleme sollten Sie nicht plagen. Danke für die Warnung. Was werden Sie tun? Ich möchte Ihnen helfen. Warum verlassen Sie nicht die Stadt? Das ist verdächtig, Karl. Warum sollten Sie sich um mich kümmern? Bestimmen wir mal auf ein Gespräch. Ich frage nicht aus Neugier, sondern um Ihnen zu helfen. Ich werde gesucht. Schwer zu glauben, dass jemand sich für meine Probleme interessiert. Ich wurde zum Tabakladen geschickt, zu diesem kleinen Holzstand im schlimmsten Viertel nahe dem Fischmarkt. Sie haben mir mein Abwesenheitszertifikat weggenommen. Ohne das sitze ich hier fest. Verstehen Sie? Was ist das? Sie sollten solche Dinge wissen, Karl. Das ist das Dokument, das Sie für den Eintritt in die strategischen Einrichtungen oder zum Verlassen der Stadt benötigen. Bahnhöfe, Häfen und Straßen mit Kontrollpunkten sind für mich geschlossen. Warum nehmen Sie es nicht? Sie würden mir nicht glauben. Ich habe eine Antwort vom Ministerium erhalten. Die Dokumente sind an das Archiv für Datenaktualisierung gesendet worden. Sie sagten, ich kann sie dort erhalten. Ich war in den Archiven. Sie sagten, es gebe keine Dokumente mehr. Ich habe eine Woche angestanden, um einen Inspektor zu sprechen und einen Auffindungsantrag einzureichen. 2 Monate später wurde mir mitgeteilt, ich hätte das falsche Formular für den Antrag verwendet. Das ich benötigte, war vergriffen. Verdammt! Sie meinen, die Dokumente sind in den Archiven verloren gegangen? Ja, die Dokumente sind im Archiv. Sie sagen, es ist eine Masche, um Besucher zur Weißglut zu bringen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist oder nicht. Das Verteilungsministerium hat saubere Hände. Wir können nichts gegen das Archiv tun. Besorgen Sie Schimmers? Wie soll ich das denn mal sehen, was ich wegen der... Soll ich da mit dem Ranne grinnen? Oh, der ist aber gar nicht gut, auf mich zu sprechen, wegen seiner Frau. Scheiße. Okay, also am besten die Sache totschweigen. Geh mal hier hin. Klopf mal, der spielt jetzt Klavier. Komm mal her, ich will die Sache totschweigen, okay? Friede für uns alle, okay? Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Jetzt habe ich die zweimal, scheiße. Hallo, so, bla bla bla, so, wir werden die Sache jetzt totschweigen. Ich habe da nicht mehr viel Reputation. Marc, lassen wir das. Bestimmt wird alles gut. Ich werde helfen. Ich rufe einen Freund von mir an. Oh, diese Geschichte gefällt mir nicht. Okay, sie sind mein Chef. Wenn sie ein Wort über meine Frau verlieren. Ich mache nichts, versprochen. Okay? Alter Schwede, hat er mich einfach abgeknallt, der Wichser. Gibt's ja nicht. So, warte, ich will da mal kurz hin. Der geht ja eh gerade woanders hin. Oh, Martha. Oh, die ist krank. Ich muss ja Dingsbums kaufen. So, ich habe jetzt 2 davon. Machen wir die hier. Zack. So, mit dir sprechen wir jetzt kurz. Oh, bitte töte mich. Wo ist mein Geld für die Gans? Kommen Sie doch. Ich hau sie um. Ihre Konserven waren abgelaufen. Eine alte Dame wurde angezeigt, weil sie die Gäste des Speisesaals vergiftet haben soll. Quatsch. Sie waren 2 oder 3 Jahre im Laderaum. Und wenn es 10 Jahre gewesen wären, die können nicht verderben. Geben Sie mir das Geld. Stinkefinger zeigen. Ich glaube, dann knallt er mich ab. Totschweigen. Vielleicht kann ich es verdienen. Das ist nicht so gut. Weißt was? Lass mir das einfach. Ich werde es einfach bezahlen. Hier ist das Geld. Ich will nicht mit Ihnen streiten. Was für ein Lotse doch sind. Sie haben für den Fehler eines anderen gebüßt. Ich werde nie wieder mit Ihnen Geschäfte machen. Danke. Will ich auch nicht. So, weißt du was? Vielleicht kann ich hier bei dir in der Wohnung noch was installieren oder finden. Ja. Hier noch eine Kamera. Zack. Damit ich dir was anhängen kann. Haha. So. Vielleicht ein bisschen herumschnüffeln noch. Kann ich da. Ne. Okay. So ein Sack. Gibt's da irgendwas. Hahaha. Ich kann dir was anhängen. Arschloch. Okay, warte, vielleicht finde ich ja noch was. Du blöder Matrose. Nein, okay. Warte, ich muss mit der noch reden. Hallo. Hast du vielleicht Aspirin? Ich weiß nicht, weil lieber sagen, wenn wir Kranken haben. Haben Sie Aspirin? Können Sie mir die Tabletten geben, Rose? Können wir gehen zu. Ach, alles von mir haben meine Tochter ist krank. Sollen Sie, das Wetter ist schrecklich. Bringen Sie mir eine Strickjacke. Aha. Vielleicht hat der eine Strickjacke. Wo geht er denn jetzt hin? Geh doch wieder. Hallo? Wo geht er denn jetzt hin, Mann?
Scheiße! Komm schon. Okay, die hat Pillen, wenn ich eine Strickjacke finde. Habe ich eine Strickjacke irgendwo zu Hause vielleicht? Ja, weißt du was? Ich werde dich so. Du wirst so am Arsch sein. Nein, da ist nix. Kann ich den zwangsräumen lassen vielleicht? Bisschen Reputation verdienen? Das ist eine Uhr. Habe ich dann nicht einen Schrank? Ja. Brauch schnell so ein Aspirin. Nein. Scheiße. Oh, warte mal. Ich werde mal hier was für die... Bericht hier schreiben, für den Wichser hier, ja, für den hier. So, da, Poponedo, wo lebt der? Der lebt in Wohnung 2. Verstoßen gegen Verordnung 6044 vom 4. September. Und zack, so. So, weißt du was, du kannst mich jetzt. Eine Strickjacke. Ja, der ist nicht zu Hause, der ist da unten. Was ist eine Strickjacke? Wo ist denn der Dealer hin? Die inspizieren gerade deine Wohnung, Kumpel. Komm schon, du musst doch was finden. Ich glaube, da drinnen war es, oder? Ja! Natürlich! Ah, die Musik. Fick dich, du Kackmatrose, wirklich. Jetzt holt ihn euch. Weil er mir mein ganzes Geld abgenommen hat. Schlag ihn! Kann ich da jetzt rein eigentlich? Lalalala. Was ist das? Es ist verboten, Jeans zu tragen oder zu verkaufen. What the fuck? So. Ich schnüffle jetzt noch ein bisschen rum hier in deinem Heimchen. Ja. Handtuch, keine Strickjacke. Helle Jeans, noch ein verbotener Gegenstand gewonnen. Ja, gib ihm! Spielen ab. Oh, ein fucking Aspirin, ein blaues Hemd, Salz. Das hat ausgeschaut wie Koks gerade. Ein Sonderalbum. Aber sonst nix. Uff. Geh endlich! Ist das Kartenspiel, Glücksspiel, Wein, kaputte Flasche, Tabak. Okay. Yay! $250 und Reputation. Das wollte ich nämlich. Mein Dealer! So, wie viel. Hast du eine Strickjacke vielleicht? Kostet 250, das bringt kostet 465. Krieg ich eigentlich günstiger. So. Die pennen wahrscheinlich schon, oder? Wie spät ist es denn? Oh, 5 auf Nacht, scheiße. Ich habe keine Zeit dafür! Schnell! Meine Tochter braucht Aspirin! Ja gut, dass du da an die Dings kommst und nicht dein Mann. So, ich hab da jetzt hier diese tolle Strickjacke. Der geht zum Kühlschrank. Ach ja, das sind ja eh Senioren, die stehen ja früher auf. So. Ja, Anna, ich weiß, dass du... Sprich. Strickjacke, so. Dankeschön. Für mein Töchterle. So. Anna, ich hab das Aspirin. Schnell! So, und was willst du jetzt von mir? Ich brauch Geld für Energierechnung. $700! Ich hab 840. Scherzt du? Es ist nicht so, als würde ich für mich selbst shoppen, sondern ich habe vor 3 Jahren das letzte Mal Stumpi gekauft. Wenn wir keine Rechnung bezahlen, werden sie uns abschalten. Unsere Heiz wird nicht so toll, so feucht, wie das Untergeschoss ist. Oder wir haben überhaupt kein Wasser. Nichts, um unsere Hände zu waschen oder Suppe zu kochen. Ja, Vater. Ich muss mit dir sprechen, Vater, was ist passiert? Ich habe ein nettes Mädchen gerne und möchte fragen, ob sie mit mir ausgeht.
Der erste nach der Hoffnungslesung sind der Schauspieler, wer ist das mit Andrea Gorczyk, sie ist wunderschön und klug. Sie geht gerne ins Theater, ich habe gehört, sie möchte zur Premiere gehen. Das ist meine Chance, Frau, ich habe nicht genug Geld. $550, das ist viel. Ausgeahmt. Gut, du kriegst das Geld. $20 kriegst du noch für die Blumen. Und ich muss die Stromrechnung bezahlen. Alter, scheiße, ich muss irgendwas hier nehmen. Warum bist du schon wieder hier draußen? Niemand hat dir gesagt, du sollst da rausgehen. So, Moment mal. Vielleicht kann ich hier irgendwas an den Kerl da verticken. So, Handtücher oder so. Nimm mal eines mal. Spielzeug, ein Buch. Nein, geh nicht weg! Baute noch. Eine Armbanduhr. Den Ball, die Rasierklinge. Vielleicht kann ich irgendwas. Oh, warte. Geh mal daher. Da ist das. Das war das, was ich nämlich vorhin gelesen habe. Kann ich diese Sachen von dem Mieter, ausgezogen sind, mitnehmen? Ja? Yes! Kann ich das nicht alles mitnehmen? Ich kann alles mitnehmen. So, jetzt werde ich nämlich alles verticken. Alles. So, da ist nichts mehr drin, oder? Was machen die denn da? Dann kann man das ja weghauen. Mein Invent, also. Im letzten Part habe ich jetzt nämlich nachgelesen, was da gestanden ist, nämlich dass die Mieter, die da ausziehen, dass man deren Kram eben nehmen kann. Warte mal, vielleicht kann ich mit dem Randeck reden wegen den Papieren. Ja, ich weiß, du musst die Stromrechnung zahlen. Möchten Sie, arbeiten Sie im Archiv, alter Mann? Was heißt das für Sie? Das wissen Sie sogar ohne mich. Boah, du bist so nervig. Ich brauche Ihre Hilfe. Auf ehrliche Art und Weise bekommt man kein Dokument vom Archiv. Von wem sprechen Sie? Die Dokumente von guten Menschen werden nicht ins Archiv gebracht. Nehmen Sie mir keinen Bären auf. Wahre Geschichte. Ich spreche über Schimmer aus Wohnung 1. Er ist beim Staat in Ungnade gefallen. Sie haben ihm sein Abwesenheitszertifikat weggenommen. Das sitzt hier fest. Ich mag ihn nicht. Er arbeitet in einem Tabakladen, aber er gibt mir nie gratis Tabak. Er benimmt sich so und ist unhöflich, weil er Angst hat. Helfen Sie mir. Bringen Sie mir sein Abwesenheitszertifikat. Sie können ohne nicht leben, verstehen Sie? Abgemacht, aber Sie schulden mir eine Flasche Whisky. Ich werde es nicht schaffen, Zugriff auf konfiszierte Dokumente zu bekommen. Whisky. Ich hab Whisky. Hier ist die Flasche. Sein Stil. Gute Wahl. Okay, da. Okay, gut. So, gut, dass ich das gefunden habe. Jetzt muss nur noch, wie gesagt, bitte dieser Typ hier auftauchen, damit ich ihm mein Geld verchecken kann. Bitte. Bitte. Ich brauch das. Bitte. Noch Kameras? Weiß nicht. Ich sehe gar nichts mehr. Nein, ich habe keine Kameras. Okay. Komm schon, wo ist der? Ja, ich weiß. Ich weiß, du willst mit mir reden, aber ich will mit dir gerade nicht reden. Ich will meine Sachen vercheckern, komm schon! Wo ist der denn? Neue Nachricht erhalten. Ja, achso. Was haben wir denn hier? Theaterskandal. Die erste Abendvorstellung des Stücks von Liebe und Frieden aus der Hauptstadt wurde zum Skandal. Ein Teil des Publikums verließ den Saal vor dem Ende. Theaterstücke sollten echte Menschen porträtieren und keine dämlichen Geschichten zeigen, die nichts mit der Realität zu tun haben, sagte Bruno Raus, Leiter der Abteilung für Freizeitbeschäftigung der Fabrik Nummer 1. Die Verwaltung des Theaters versprach, das Stück aus dem Programm zu nehmen und sicherzustellen, dass zukünftige Aufführungen nicht die Gefühle der Arbeiter verletzen. Die Stimme der Wahrheit. Zum ersten Mal in 3 Jahren kamen großartige Schauspieler in unseren unscheinbaren Ort und sie wurden ausgebucht. Von Liebe und Frieden, das neueste Theaterstück, welches in unserem örtlichen Theater Premiere feierte, wurde aus dem Programm genommen, als wutentbrannte Bergarbeiter sich weigerten, die Liebesgeschichte anzusehen. Wirklich übel kann man es ihnen nicht nehmen. Im Leben eines gewöhnlichen Arbeiters ist kein Platz für derartig tiefgründige Gefühle. Nur für Arbeitszankereien und Geschichten aus dem Lebensmittelladen. Aber Kameraden, wir dürfen uns unser Empfinden für Ästhetik nicht von unserer Versklavung nehmen lassen. Geht ins Theater. Aber wer arbeitet dann? Unser Land braucht unsere Arbeit, keine Shows. Boah, bitte. Ich bitte, wann kommt der? Das gibt's doch nicht. Der soll kommen, bitte. Ein bisschen schneller.
bitte, ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld. Ich habe nur mal 10 Stunden, 9 Stunden. Komm schon. Oh, warte. 8 Stunden. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Was, so, was gibt's? Liebe, hier ist ihre Akte. Ach, die Archivratten hatten sie verloren. Ich habe sie gefunden. Dankeschön. Gut. 7 Stunden. Wo ist denn der Klaus? Klaus? Nein. Klopf mal. Ah, ich habe noch 7 Stunden. Scheiße. Es ist verboten, ausländische Musik zu besitzen. Okay, habe ich da nicht was? Ich habe ausländische Musik, toll. Oh Mann. Scheiße, ich schaff das. Oh, er ist da. Oh mein Gott, er ist da. Lauf. Ja. Was verkaufen sie? So. Boah. Bist du deppert? Die kriegen ja viel. Ach so, weil die verboten sind, glaube ich, gell? So, verkaufen. Wir verkaufen mal alles, was hier. Wein kann ich vielleicht noch. Lass uns verkaufen. Das ist das Münzsammler-Album, her damit. Verkaufen. Brille, nein, weg damit. Wein. Rum ist das? Okay, die gehen wir weg. Das ist Tabak, braucht keiner. Kartenspiel, weg damit. Ein Ausweis, den kann ich auch verkaufen, den braucht er eh nicht mehr. Armbanduhr, zack. Ein Buch, noch ein Buch. Handtücher. Wow, also ich kann. Also ich krieg da 3600, wenn ich die zwei Sachen verkaufe. Jetzt kann ich die Stromrechnung zahlen. Anna, ich hab Geld. Ich hab Geld, wo bist du? Anna, was? Nein, du willst mit mir reden. Komm, ich habe nur mehr 2 Stunden. Komm. Anna, komm schon. So. Hier. Danke, Karl. Boah. Alter. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hui. So, lieber Klaus, ich habe hier deine Papiere. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Hallo. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie sich entschieden haben, mir zu helfen. Irgendwelche Neuigkeiten? Nehmen Sie Ihr Abwesenheitszertifikat. Sie sind jetzt ein freier Mensch. Unglaublich, Sie haben es getan. Jetzt wird sie nicht mehr vom Auswandern abhalten. Ich fürchte, es ist nicht gut. Meine Frau hat versucht, Zugtickets zu kaufen, aber sie haben mir keine verkauft. Scheinbar stehen wir auf der schwarzen Liste. Wir müssen einen Weg finden, die Stadt zu verlassen und so weit wie möglich wegzukommen. Oder sogar das Land verlassen. Können Sie mir helfen? Ich habe dir doch schon so viel geholfen. Warum träumt denn der bitte von der Knarre? Ich werde versuchen, mir etwas zu überlegen. Schlussendlich ist es nur eine schwarze Liste und keine Liste von Menschen, die hingerichtet werden sollen. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Ich habe begonnen, an die Menschen zu glauben, als ich ihnen begegnet bin. Leb wohl, Vaterland. Was soll ich immer bei der Flucht hin? Wie soll denn das gehen? Ja, aber wie denn? Haben Sie darüber nachgedacht, wie man die Stadt verlassen kann? Unglücklicherweise lassen alle Zeichen auf Selbstmord hin. Oh, bitte nicht. Leb wohl, Vaterland. Scheiße. Was macht die? Die spielt Geige, okay. Vielleicht sollte ich jemanden einziehen lassen für ein bisschen Geld. Ist vielleicht nicht so schlecht. Anna, was willst du schon wieder? Martha fühlt sich schlechter, Karl. Das Aspirin hat nicht geholfen. Sie braucht einen Arzt, finde einen Arzt. Willst du nicht mit Martha ins Krankenhaus? Wir waren bereits bei ihrem Arzt. Er hat uns empfohlen, Aspirin anzunehmen und die Nase mit Seife zu waschen. Mit Seife, Karl. Wie kann ich die Nase meines Kindes mit Seife waschen? Finde einen guten Arzt für unsere Tochter. Ich kenne keinen Arzt. Oh, warte, ich kann den Arzt einziehen lassen, oder? Warte mal. Ja, na klar, her damit. So, zack. Die Folge geht aber schon wieder lange. So, wir lassen jetzt den Arzt einziehen und ich hoffe, dass es wird alles gut gehen. Hallo, okay, du willst eh nicht mit mir reden. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge jetzt mal hier. Ich hoffe, unser Töchterchen überlebt. Ja, wir haben ja schon erlebt, was passiert, wenn ich sterbe, stirbt automatisch der Rest von meiner Familie. Vielleicht sterben die alle nacheinander und ich bleibe dann als Einzige übrig. Ich hoffe nicht. Und ich bin total pleite. Ich bin richtig, richtig pleite. Richtig scheiße. Oh, na gut.
Also, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Ich hoffe, ich sterbe nicht nochmal. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Alles Gute und bis dann!